Spaghettibums. Auf den Spuren spült und lockt. Für jung und alt, weil das an jedem Volk. Auf geht's Burm, ihr Damen und Herren, alle hören die Musik gern. Auf geht's Burm, spült und glockt und der Gaude Sole mit dieser schöne Polkali. Heut geht's rund die ganze Lok, weil's an jedem Freude macht. Auf geht's Burm, spült und glockt und der Gaude gmocht. Auf geht's wieder zu einer Stunde mit unserer Musi. Und ich begrüße Sie aus dem kleinen Walsertal in Vorarlberg. Einem Tal mit vielen Besonderheiten, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Auf einer Fläche von 97 Quadratkilometern leben hier rund 5000 Einwohner. Meistens trifft man aber sehr viel mehr Menschen, denn es stehen 12.000 Gästebetten zur Verfügung. Und pro Jahr werden 1,8 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Das heißt, dass das Kleinwalsertal zu den größten Fremdenverkehrsgebieten Österreichs zählt. Wenn Sie aber jetzt glauben, wir sind in einem Massentourismusgebiet, dann haben Sie sich getäuscht. Es ist den Walsern nämlich gelungen, trotz Modernisierung die Ursprünglichkeit ihrer Landschaft zu erhalten. Ja, und davon können Sie sich heute bei einem kleinen Streifzug überzeugen. Jetzt lassen wir aber gleich wieder die Musi spielen. Drei Kärntner aus dem Lavantal spielen für Sie. Sie sind nicht nur begeisterte Musiker, sondern auch drei Lausbuben auf Hochtouren. Drei Lausbuben auf Hochtouren mit Gaudi und Trara. Da bleibt kein Auge trocken, gib Stimmung, ist doch klar. Drei Lausbuben auf Hochtouren. Zeit gemacht und in den schönen Stunden darüber auch gelacht. Drei Lausbuben auf Hochtouren mit Gaudi und Brara. Da bleibt kein Auge trocken, mit Stimmung ist doch klar. Drei Lausbuben auf Hochtouren mit Schmäh und Übermut. Die Frauen liegen uns am Herzen und die Musik im Flur. Ist über uns der Himmel auch nicht immer blau, kann uns das nicht erschüttern, wir machen das ganz schlau. Und gehen ins nächste Wirtshaus, bestellen eine Flasche Wein, dann stellt sich die Gaudi gleich ein. Drei Lausbuben auf Hochtouren mit Gaudi und Brara. Da bleibt kein Auge trocken, gib Stimmung, ist doch klar. Drei Lausbuben auf Hochtouren mit Schmäh und Übermut.
Schilling oder D-Mark? Das ist die Frage, aber keine schwere Entscheidung. Denn mit beiden Währungen kommt man hier weiter. Das Kleinwalsertal ist nämlich österreichisches Staatsgebiet, aber deutsches Wirtschaftsgebiet. Mit dem Auto kommt man überhaupt nur über Deutschland ins Kleinwalsertal. Und diese Verbindung, die zeigt sich gleich mehrfach. So gibt es hier zwei Postleitzahlen, eine österreichische und eine deutsche, aber auch zwei Telefonvorwahlen. Und wenn man in eine Telefonzelle geht, dann kann man dort mit D-Mark oder mit Schilling telefonieren. Für das Kleinwalsertal werden auch eigene Marken gedruckt, im Wert von 5 Schilling 60 und die bezahlt man dann im Postamt mit 80 Pfennig. Aber das sind eben die Besonderheiten dieses Tales. Jetzt machen wir wieder Musik mit der jungen Kärntnerin Michi. Und damit erfüllen wir einen Wunsch von Frau Maria Kogler aus Baldramsdorf in Kärnten. Schon ist die Sache gelaufen, verrat mir deinen Trick. Da kann ich nur sagen, nur ich hab dieses Glück. Weil ich am Madel bin, drum krieg ich alles hin. Weil ich am Madel bin, ist das mein Hauptgewinn. Weil ich am Madel bin, hat er da die Ritti an. Dass ich am Madel bin, macht mich froh. Heute wird gesungen, heute wird getanzt, gelacht. Schau mir in die Augen, darf ich's endlich glauben, dass uns heute das Glück nur lacht. Tanzen, singen, lachen, das kann glücklich machen, niemand weiß, was noch geschieht. Heute ist die Welt so schön, ich kann ganz klar den Himmel sehen. Jetzt geht's los! So ein Tag, der ist doch schön, so viel frohe Menschen sehen, gute Laune haben wir, wir bleiben noch lange hier. Musik
klingen, alle Leute singen, tausend Träume werden wahr. Alle Herzen glühen, was ist bloß geschehen, alles ist so wunderbar. Tanzen, singen, lachen, verrückte Sachen machen, niemand weiß, was noch geschieht. Heute ist ein Feiertag, darum singen alle mit im Chor. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht es richtig los. Jetzt geht es richtig los, jetzt ist die Stimmung groß. Alle sind nun voll dabei, ein jeder fühlt sich sorgenfrei. So ein Tag, der ist doch schön, so viel frohe Menschen sind. Gute Laune haben wir bleiben noch lange hier. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht es richtig los. Also irgendwie werde ich es wohl nie schaffen, diesem Instrument einen ordentlichen Ton zu entlocken. Gib's ihm mal an, Arnulf, das geht doch ganz leicht. Also ich muss sagen, das klingt nicht nur gut, das sieht auch ganz einfach aus. Ja, beides, sowohl den Dialekt, den Sie jetzt gerade gehört haben, als auch das Alphorn, würde man eigentlich in der Schweiz vermuten. Aber das kommt nicht ganz von ungefähr. Denn vor rund 700 Jahren wanderten Schweizer aus dem Kanton Wallis über den Hochalppass und besiedelten dieses Tal. Deshalb gibt es noch heute eine enge Verbindung zwischen der Tradition des Kleinwalsertales und der schweizerischen Tradition. Auf den Spuren der einstigen Besiedler wandelt man am besten im Walsermuseum. Es waren 6 Familien aus dem schweizerischen Wallis, die im Breitachtal, wie das Kleinwalsertal damals genannt wurde, eine neue Heimat fanden. 1302, diese Jahreszahl, findet man an der Außenwand der Kirche von Mittelberg. Das Breitachtal war unbewohntes Jagdgebiet, das die Herren von Rettenberg den Walsern überließen. Die Walser waren geschickte Bauern und Holzarbeiter. Sie bauten sich ihre typischen Häuser und lebten vom Handel mit ihren Produkten. Im Walsermuseum bekommt man auch einen Eindruck vom Leben in den niedrigen Stuben. Mit viel Liebe zum Detail waren die Häuser eingerichtet. Und an Festtagen, da sah man die Walser mit ihrer typischen Tracht. Wahre Prunkstücke sind die festlichen Kopfbedeckungen der Walser Frauen. Auch heute tragen die Walser noch stolz ihre Tracht. Ein typisches Detail der Frauentracht ist die Korallenkette, die an die Handelsreisen der Walser erinnert. So bleibt das Walsertal eine österreichische Besonderheit mit einer ausgeprägten Kulturlandschaft, und diese zu erhalten, das ist das größte Ziel der Walser. Die Leute schauen oft so finster drein. Ich frag mich, muss denn das so sein? Weil man dabei oft dass es so viel Schönes gibt. Was wird denn schon besser sein? Schaust du nur so finster drein? Es kann ein heitres Wesen für andere Freude sein. Ein Lächeln schon am Morgen, das macht den Tag dir schön. Der treibt dir deine Sorgen, lässt dich die Sonne sehen. Und so manches, das du sonst wohl nie erreichst, wird mit diesem kleinen Gruß auf einmal ganz leicht.
kann jemand leise zu mir tun. Weil es doch nichts Schöneres gibt, man fühlt es, man wird geliebt. Ich mach es heute mir zur Regel, lächle einfach jeden an, weil ich in vielen Augen dann Freude sehen kann. Ein Lächeln schon am Morgen, das macht den Tag schön, vertreibt dir deine Sorgen, lässt dich die Sonne sehen. Und so manches, das du sonst wohl nie erreichst, wird mit diesem kleinen Gruß auf einmal ganz leicht. Wird mit diesem kleinen Gruß auf einmal ganz leicht. Ist dort die Gondelabteilung? Ich wollte fragen, ob ihr für mich eine Gondel machen könnt. Ja, was für eine? Ja, für Venedig unten. Wissen Sie, die, was die Gondel, die es unten haben, da in Venedig? Ja, aber wir sind ein Seilbahnbüro. Ja, aber macht die Gondel nach? Nein. Warum nicht? Wir machen nur Kabinen. Ja, könnt ihr eine Gondel auch machen, ne? Ja, aber so Sachen machen wir nicht da. Ich hab doch gesagt, die Gondelabteilung. Und die hat mich verbunden zur Gondelabteilung. Ah, ja, könntest du dann nächste Woche nochmal anrufen? Es ist so, singen kann ich schon und das Leiberli habe ich auch schon, wissen Sie, und so einen Strohhut, gell? Waren schon in Venedig? Ja, ja. Sowas machen wir nicht. Ja, warum soll ich nachher nächste Woche anrufen? Sie haben gerade gesagt, ich soll nächste Woche anrufen. Ja, ja, ich habe jetzt erst nicht genau gewusst, was Sie genau wollen, aber sowas machen wir nicht. Ja, aber ich habe gesagt, eine Gondel, nicht? Ihr macht... Ja, ja, aber... Wir sagen auch zu einer Gondel sagen wir auch Seilbahnkabine, nicht? Was ihr dazu sagt, ist mir wurscht, ich brauche eine Gondel. Ja, aber das machen wir nicht. Ihr habt ja dann einen Auftrag von mir und da könnt ihr 3 Wochen die Leute beschäftigen wieder, nicht? Ich bin ja für die Arbeitsplatzsicherung auch. Sind Sie der Chef? Nein, bin ich nicht da, der ist nicht hier. Was soll ich jetzt machen? Ich brauche eine Gondel. Ja. Weil ich in Italien schon angerufen, nicht? Aha. Aber die verstehen mich nicht. Aha. Wo könnt ihr die kriegen in Österreich? Ja, probieren Sie es einmal in Klosterneuburg. Wo? Klosterneuburg. Klosterneuburg? Ja. In Niederösterreich? Ja, ja. Glaubst du, steht da Gondeln bauen? Die machen sowas. Die bauen sowas? Ja, ja. Ja, die sind näher beim Wasser, bei der Donau, gell? Ja, ja. Also gut nachher, gell? Probieren Sie es dort einmal. Ja, ist gut. Ja, gut. Grüß Gott. Wiederhören. La Grotta Roma. Herzen der Welt, komm, gib mir deine Hand, lass dich entführen in die Nacht. Erst dort, wo Stille war, hast du die Augen aufgemacht. In diesem kühlen Zauberreich nahm ich dich in den Arm. Dann ein Kuss, ein liebes Wort, schon fing die Welt zu funkeln an. La Grotta Romantica, was dann geschah, das war wie Feuer im Eis. La Grotta Romantica, Gefühle waren noch nie so brennend heiß. Das Licht der Sterne zu Stein geworden, es war erwacht nur für uns zwei. Und dieses Funken heißt, unsere Liebe geht nie vorbei. La Grotta Romantica. Im Herzen der Welt. Kein Ort kann schöner sein, um zugestehen, ich hab dich lieb. Zwei Augen sahen mich an, ein Blick, der fast schon Bücher schrieb. Wir hielten uns so zärtlich fest in diesem Schloss aus Stein.
und ich sagte, was du träumst, das wird doch nun für immer sein. La Grotta Romantica, was dann geschah, das war wie Feuer im Eis. La Grotta Romantica, Gefühle waren noch nie so brennend heiß. Das Licht der Sterne zu Stein geworden, es war erwacht nur für uns zwei. Und dieses Funken heißt, unsere Liebe geht nie vorbei. La Grotta Romantica, was dann geschah, das war wie Feuer im Eis. La Grotta Romantica, Gefühle waren noch nie so brennend heiß. Das Licht der Sterne zum Stein geworden, es war erwacht nur für uns zwei. Und dieses Funken heißt, unsere Liebe geht nie vorbei. So, jetzt kannst du wieder runterkommen, legst dich langsam in das Seil rein, jawohl. Linker Fuß rüber setzen und schön nachsteigen, jawohl. Super. Kleine Schritte machen, jawohl. Also eines ist sicher, es gibt auf jeden Fall Sportarten, die mir mehr liegen. Wenn aber Sie im Gegensatz zu mir schwindelfrei sind und ein echter Bergfex, dann kommen Sie im Kleinwalsertal voll auf Ihre Kosten. Doch wie heißt es so schön, am Berg, da ist die Sicherheit wohl das Wichtigste. Und genau deshalb hat die Bergschule Kleinwalsertal diesen Klettergarten eingerichtet. Hier kann man die Grundlagen des richtigen und vor allem sicheren Kletterns erlernen. Ich muss sagen, hier am Boden, da fühle ich mich schon um vieles wohler. Aber mit den Profis der Bergschule, da kommen sie ganz hoch hinaus. Zum Beispiel auf dem Widderstein, das ist der höchste Berg dieser Region mit 2536 Metern. Begeisterte Bergsteiger sind auch unsere folgenden Interpreten. Die originalfidelen Mölltaler aus Kärnten, die ja am Fuße des Großglockners zu Hause sind. Und sie spielen ihr Lied ganz besonders für Herrn Josef Alex aus der Dorfstraße 66 in Wartberg. Er hat sich den Mölltaler gewünscht, ja, und diesen Wunsch, den wollen wir gerne erfüllen. In meinen Heimatort, da fließt ein Wildbach dort, von vielen schon gesehen. Inmitten von felsigen Höhen, vom großen Wasserfall, hinunter ins tiefe Tal. Der Wildbach rauscht mit einer Wucht durch die Rackerschlucht. Der Wildbach rauscht mit einer Wucht durch die Rackerschlucht. Seitdem die Welt besteht und Jahr um Jahr vergeht, der Wildbach rauscht dahin, so tief im Felsen drin. Ja, diese schöne Pracht von Gottes Hand gemacht. Der Wildbach rauscht mit einer Wucht durch die Rackerschlucht. Der Wildbach rauscht mit einer Wucht durch die Rackerschlucht. So mancher hat besucht die schöne Rackerschlucht, das Kärntner Oberland und Flattach das wohl bekannt. Für jeden ist's gewiss ein Urlaubsparadies. Die Rackerschlucht, das sagt man nun, ein Wunder der Natur. Die Rackerschlucht, das sagt man nun, ein Wunder der Natur. Ein Urlaubsparadies, die Rackerschlucht, das Sandmann, ein Wunder der Natur, die Rackerschlucht.
Jahr. Es war im Sommer, fuhr ich in den Urlaub an den Wörthersee. Viele Mädchen, schöne Beine, sah ich am Strand spazieren gehen. Nach drei Tagen, es war spät abends, an der Bar in der Diskothek, stand ein Mädchen meiner Träume, und nun war's um mich geschehen. Oh, happy, happy girl vom Wörthersee, ich hab mich in dich verliebt. Oh, happy, happy girl vom Wörthersee, du hast mein Herz besiegt. Oh, happy, happy girl vom Wörthersee, lass uns doch glücklich sein. Meine Liebe will ich dir schenken, denn du gibst mir so viel. Dieses Mädchen, es war für mich jetzt alles wunderschön. Dieser Urlaub im sonnigen Kärnten, der dürfte nie vorübergehen. Oh, happy, happy girl vom Wörthersee, ich hab mich in dich verliebt. Oh, happy, happy girl vom Wörthersee, Das Wandern und die Bergluft machen bekannterweise hungrig. Im Kleinwalsertal, da stärkt man sich dann am besten mit einem Stück Walser Bergkäse. Ein Genuss, den Sie nicht versäumen sollten. Hergestellt wird dieser würzige Käse nach alter Tradition. Ein Walser Bergkäse-Spezialist, das ist der Gerhard Hilbrand. Gerhard, wie wird denn eigentlich Walser Bergkäse hergestellt? Die Abendmilch und die frisch gemolkene Morgenmilch kommen zusammen in den Kessel, werden dabei auf 30 Grad erwärmt, dann kommt Lab hinzu, damit die Milch gerinnt und dick wird. Anschließend wird diese Galerte, wie man sie nennt, mit der Käseharfe zerkleinert, geschnitten, bis wir die Bruchkörnle haben. Anschließend circa 1,5 Stunden lang gerührt und dabei auf 50 Grad erwärmt. Wenn die Käsemasse der Bruch fest genug ist, dann ist er reif, um in die Formen geknetet, gedrückt zu werden. Das muss dann gepresst werden noch und dann ganz wichtig die Reifung. Wie funktioniert das? Der Käse wird bis morgen früh bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes gepresst. Morgen früh kommt er dann in den Käskeller, das ist ein Naturkeller. Dort muss er 3 bis 4 Monate lagern, dann ist er genussfähig. Je älter der Käse wird, bis zu einem Jahr, je kräftiger wird er im Geschmack. Eine echte naturreine Spezialität sozusagen, der Walser Bergkäse. Ja, und der Gerhard, der sagt uns jetzt noch, wie es musikalisch weitergeht. Die Zillertaler spielen Ihnen ein Jodler für die Ewigkeit. Thank you.
so ein Jodlerblei für die Ewigkeit. Kommt aus tiefstem Herz von Freude und Schmerz und Leid. So ein Jodlerblei, wenn euch andere geht, denn des Jodeln, des ist ein Spruch, die der Herrgott versteht. Als die Walser, vorwiegend Bauern und Holzarbeiter, das Tal besiedelten, bauten sie einfache Blockhütten. Und aus diesen Hütten entstanden dann im Lauf der Zeit die typischen Walserhäuser mit zwei niederen Stuben. Im Erdgeschoss ein Wohnraum und im ersten Stock eine niedere Schlafstube. Heute sind noch sehr viele Walserhäuser erhalten und werden liebevoll gepflegt. Einige sind an der Wetterseite mit den auch im Bregenzer Wald üblichen kleinen Holzschindeln versehen. Das sieht nicht nur gut aus, sondern schont das Haus auch und hält es warm. Ja, und manche Walserhäuser, die wurden sogar mit Mörtel beworfen. Doch davon hält man im Tal recht wenig. Spöttisch behaupten die Walser, dieser Verputz, der halte 100 Jahre. Ein Jahr am Haus und 99 Jahre am Boden. Ich muss sagen, mir persönlich gefallen die Holzhäuser auch besser, denn sie unterstreichen so richtig die Ursprünglichkeit dieses Tales. So, jetzt machen wir wieder Musik. Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen singt mit seiner kleinen Tochter Marion. Und die beiden, die wissen ganz genau, wie schön das Leben ist. Italienisch. Oh, molto facile. Du meinst? Si, si. Ich soll? Si, si. Also gut. Was heißt Sonne, schönes Kind? Il sole, il sole. Sag mir, wo die Sterne sind. Sul cielo, sul cielo. Und die Berge bitte sehr. Montagne, montagne. Und Musik heißt Musica. Eccetera, eccetera. Und Musik heißt Musica. Eccetera, eccetera. Montagne, Musica. Il sole sul cielo. Das ist doch sonnenklar. È molto bello. Che bella la vita, wir beide, wir lieben das Leben. Und weil wir uns verstehen, cantiamo con la musica. Che bella la vita, vediamo il sole dorato. Felicità, di Musik bringt uns so nah. E libertà, ja, die Welt ist wunderbar. Die Blume ist, il fiore, il fiore. Wie verliebt das Pärchen küsst, l'amore, l'amore. Voll der Mond scheint in der Nacht, la notte, la notte. Und für uns gibt's Musica, eccetera, eccetera.
für uns gibt's Musica, eccetera, eccetera. La luna illumina, la notte con le stelle. Das ist doch sonnenklar, sono molto belle. Che bella la vita, wir beide, wir lieben das Leben. Und wann wir uns verstehen, cantiamo con la musica. Che bella la vita, vediamo il sole dorato. Felicità, die Musik bringt uns so nah. E libertà, ja, die Welt ist wunderbar. Che bella la vita, wir beide, wir lieben das Leben. Weil wir uns verstehen, cantiamo con la musica. Che bella la vita, vediamo il sole dorato. Felicità, die Musik bringt uns so nah. E libertà, ja, die Welt ist wunderbar. E libertà, ja, die Welt ist wunderbar. Das Kleinwalsertal hat so viel Faszinierendes zu bieten, dass ich Ihnen bei unserem kurzen Streifzug gar nicht alles zeigen konnte. Aber wenigstens habe ich mir ein paar Worte im Walser Dialekt beibringen lassen. Kommet uns doch besuchen, was so viel bedeutet wie kommen Sie uns doch besuchen. Ja, und vielleicht können Sie das schon bald gratis tun. Denn bei unserem Gewinnspiel verlosen wir eine Woche für zwei Personen im Kleinwalsertal. Die Frage lautet diesmal: Aus welchem Schweizer Kanton kamen die ersten Siedler in das Kleinwalsertal? Bitte schreiben Sie uns an den ORF Kärnten, Kennwort Wenn die Musi spielt, Postfach 5000 9010 Klagenfurt. Erinnern Sie sich noch an unsere Sendung aus dem Vielgratental? Damals lautete die Frage, in welchem österreichischen Bundesland liegt das Vielgratental? Ja, und auf dieser Karte, da steht die richtige Antwort, nämlich Tirol. Eine Woche für zwei Personen im Feriendorf Hochpustertal hat gewonnen Herr Helmut Putz aus der Wiener Straße 46 in 7423 Pinkerfeld. Dann waren wir auf der Gerlitzenalpe in Kärnten zu Gast. Da wollte ich von Ihnen wissen, wie heißt der See am Fuße der Gerlitzenalpe? Ja, und die richtige Antwort, die steht hier, nämlich Ossiacher See. Eine Woche für zwei Personen im Dorfhotel Gerlitzenalpe hat gewonnen Frau Christine Hubmeier, Margaretenau Nummer 29 in Regensburg in Deutschland. Herzliche Gratulation. Ja, und wie es bei uns Tradition ist, klingt auch die heutige Sendung mit einem schönen Kärntner Lied aus. Es singt für Sie das Kärntner Doppelsextett aus Felden. Ich verabschiede mich und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn die Musi spielt. Thank you.